Willkommen zurück zu Stardew Valley. Gibt's Geld? Brief. Brief. Hallo Katze. Na? Timo, hast du eigentlich, kennst du den Trick, wie man das, dann braucht man nicht mal nachgucken gehen. Du hast ja hier draußen auch schon ein Fass, ne? Man kann ein Fass irgendwo anders hinstellen, wo man sowieso immer vorbeigeht, zum Beispiel da, wo man pennt oder so, und da auch das reintun, was man da verarbeitet. Dann sieht man, wann was eigentlich ist. Eigentlich weiß man auch, was man gepflanzt hat oder was man da reingetan hat. Ja, ich weiß es nicht. Dadurch, dass es Let's Play ist. Ach, die Gießkanne habe ich nicht dabei. Nein. Kein Problem. So eine Gießkanne. Okay. Da lacht er. Da helfe ich ihm beim Bewässern und dann fängt er einfach an, mich auszulachen. Ist das so? Dass du die einfach dabei hast. Achso, wo ist jetzt Sashimi? Ungefähr nichts zu gießen im Moment. Sashimi habe ich im Inventar. Kannst abholen. Im Gewächshaus. Im Gewächshaus. Oh, ich habe den Kübel und die Schere vergessen. Also Leute, der Trick beim Gewächshaus ist, da kann man ganzjährig alle Sachen anbauen, die man eben irgendwie anbauen könnte. Zum Beispiel auch Gemüse im Winter dann. Unabhängig von der Jahreszeit, wir können jetzt also irgendwas, was sonst nur im Sommer auf dem Hof wächst, anbauen. Und im Gewächshaus wird es wachsen. Das ist total toll. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Ein Glück ist da oben eine Wanne. Nee, ist eine Wasserwanne. Ich glaube nicht, dass die malt. Ja, Timo, ihr habt hier schon ganz schöne Arbeit geleistet, ne? Nicht schlecht, ja. Total begeistert. Einige Felder habe ich sogar doppelt gegossen. So, und dann gehe ich mal zu Pierre. Johann, bitte lass meine Bäume hier stehen. Welche Bäume? Wieso hat er eine Bombe in der Hand? Das weiß ich nicht, aber Johann ist ein gefährlicher Bub. Oh, es ist 10 nach 9. Gut, ab. Prost. Alex, ich habe gehört, du hast ein paar Leuten in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir hiermit den Bester Nachbar, Beste Nachbarin Preis dieses Monats. Wow. Mit einer kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so, der Bürgermeister. 500 Kneten. Hallo Alex, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Fests bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Hast du die Bomben mitgenommen? Dieses Jahr ist dein geheimer Freund... Das ist doch geheim, jetzt sehen das alle! Oh Gott! Also mein geheimer Freund ist jemand Bestimmtes. Verrate es niemandem! Das Fest wird am 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich dort. Bürgermeister Louis. Oh, Leute, das... Verratet nicht, wen ich hab, Leute. Das darf niemand wissen. Da schreibt was jemand was im Chat. Auf eurem Channel. Was? Da schreiben Leute was in den YouTube-Kommentaren? Na klar! Da ist eine Giode. Apfel und Granatapfel haben wir. Die sind gefährlich. Oh, Schleimis. Ich habe Iridium gefunden. Nice. Jolly Jumper. Haben wir einen Hut fürs Pferd? Haben wir gleich. Ich gebe auch dem Pferd meinen Hut. Ich wollte gerade sagen, dem Hut mein Pferd. Mein Hut kriegt es nicht. Mein Hut ist viel zu cool.
Für ein Pferd natürlich, ne? Für mich nicht. Wie läuft's denn in der Mine? Level 2, was ist das? Oh. Timo dekoriert hier den Hof so schön. Ich glaube jetzt einfach mal, dass das Timo immer ist. Also ich bestimmt nicht. Ich bin nicht bekannt für mein Dekorationstalent. Ja. So, das Ding ist, kann man nicht um. Ah, da ist ein. Wo bist du? Ich hab nur den Schleim hier gesehen. Oh. Ein Loch. Juhu! Wo ist es? Bist du schon auf Level 3 gekommen? Nee. Wo ist das Loch? Direkt am Anfang von Ebene 3. Oh, Ebene 3, okay. Ja. Ich bin da die Treppe runter und jetzt kämpfe ich gegen so einen ollen Geist. Treppe runter, da, okay. Dann ab dafür. Jump in. Ui, 7 Level. Ui, Level 10. Das ist eine Mumie. Geist. So, sehr schön. Das Gewächshaus ist ziemlich schön zugepflanzt. Kohlesack, jo. Mit Obstbäumen. Oh, pass auf, die kommen wieder. Bald gibt's Obstleute, dann können wir Obstsalat frühstücken. Schnell, Manu. Schnell was frühstücken. Ihr müsst mit den Bomben die Mumien töten. War das nicht so? Ach was, ja? Dass man die so töten kann? Ich versuch's mal. Oh Gott, da kommt ein Pferd an. Hey, cool. Das funktioniert tatsächlich. Und weg, Manu, schnell rein da. Ist mehr so ein Pony, oder? Danke, Timo. Ich geh mal auf den Weg. Gerne. Ist ja abgefahren. Damit ist man dann schneller unterwegs, richtig? Ja. Cool. Ziridium? Ja. Da ist er aus. Oh, Iridium! Noch mehr Iridium. Oh nein! Ich hab keine Spitzhacke. Iridium? Ach ja, Mann, hier, nimm das mal hier auf. Hm? Dann können wir ein bisschen länger in der Mine bleiben. Ja. Was? Wer hat denn. Oh. Wer hat denn zwei Spitzhacken? Also in meinem Zimmer ist eine normale. In meinem Zimmer? Ja, weil in der Werkzeugkiste kein Platz mehr ist. Darf ich mir die mal ausleihen, ja, ne? Ja, ich hab eine goldene. Danke. Ist auch schon ganz schön weitläufig hier. Mhm. Mhm, Kohle. Jupp. So, nice. Hier ist ein Ausgang. Okay. Ein Bob-Totem. Hey, das Sashimi hast du dir gar nicht abgeholt, oder? Ich? Ja. Nee. Ich hab's mal in die Harzkiste gelegt. Oh Gott, es spawnen Monster. Oh nein, es spawnen Monster. Oh Gott, oh nein, oh nein. Da war gerade so ein Monsternebel. Haben wir noch rechtzeitig geschafft. Aua.
böse Klinge aus. Zack. Das ist überhaupt die Gelegenheit, dann kann ich ja mal die Community Center Kiste umräumen. Meinst du, wenn wir alle weg sind, oder was? Ja, vor allem, wenn ich gerade nicht unterwegs bin. So, was davon brauchen wir denn noch fürs... Da ist ja Sashimi drin. Das brauchen wir nicht fürs Community Center. Nö, 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 nö. Nichts davon brauchten wir fürs Community Center. Was habe ich denn da überhaupt jetzt rausgeholt? So Stuff hier, ne? Riesiger Schleim. Aber Schleim. So, und dann noch Blumen. Na komm, lass weitermachen. Ja. Wir haben schon die eine Quest abgeschlossen. Guck mal, eine Truhe. Automatischer Greifer, geil! Oh, was? In der Schneehöhle gibt's Truhen? Pretty nice. Ja. Ihr wollt mich ja wohl. Wollt ihr mich wohl oder was wollt ihr mich wohl? Wow, zwei Mega-Schleime. Sicht. Was für Schleime? Mega! Und dann kommen da ganz viele Mini-Schleime raus. Warum steht hier ein Pony rum? Also Schleimeier heben wir jetzt auf für die Schleimfarm oder was? Ja, also sowieso, wenn wir gerade nicht vorhaben, irgendwo für Geld auszugeben, dann lohnt sich das bestimmt immer, wenn wir Platz haben, die Sachen auch einfach aufzubewahren. Okay. Weil dann kommt immer wieder irgendwie so ein Quest, kann mir jemand bla 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 bringen, ich bezahle ganz viel Geld dafür. Was war das für ein Geräusch? Leute, hier Geräusche. Komm nicht mehr durch. Was Kleines zu snacken? Oh, die Geräusche. Sven hier richtig am Abslautern. Ah ja, du spielst mit Ton. Ja, ich spiel mit Ton, das ist wahr. Tierprodukt. Tierprodukt kommt in die Eierkiste, oder? Was ist das denn? Was denn? Die Eierkiste ist offensichtlich eine Dekokiste. Ja, ich wusste nicht, wo wir Möbel sammeln. Ja, wollen wir die Eierkiste dann einfach mal zur Möbelkiste machen? Mach das mal. Ich glaube, in dem. Mit diesem Teleportationstalisman oder wie das. Bei Totem, da sind auch noch die Möbel drin. Ja, was? Sonst in der Bibliothek könnt ihr euch noch welche holen. Ah. Wie jeden ist da noch was. Da sind auch noch 44 Sprinkler. Und ein Saatguterzeuger. Lass mich in Ruhe, du Ding. Ein Saatzombie. Nee, ich glaube, das ist eine Fledermeise. Fledermaus. Fledermeise? Eine Fledermeise. Kennst du die nicht? Nee. Ein Schleim blockiert den Weg zu meinem Haus. So, also die Kuhmilch, die verkaufe ich jetzt, wa? Oder Ziegenmilch oder was das ist? Das? Nee. Du meinst so Käse. Ach so. Dann tue ich die in deine Käse- und Machmaschine. Hast du eine? Ja. Rein damit. So. Jetzt noch irgendeinen sinnlosen Tinnef hier im Inventar? Geh mal ins Bett, lieber. Schon im Bett. Ach, deine Bob. Kennt ihr, ne? Tipptopp, Leute. Alle Obstbäume sind gepflanzt. Ab jetzt sind wir, naja, bald mit Obst versorgt. Falls es niemand, aus Versehen, in Anführungszeichen, die Bäume wegsprengt oder so. Dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.